heimischen Markt, die Aktie von BMW ist, wie Sie sehen, heute sehr stark unterwegs. 0,5% geht es nach oben bis auf 86,20 €. Das ist möglicherweise eine Kaufempfehlung oder eine Kaufbestätigung durch die Deutsche Bank geschuldet. Man sieht den fairen Wert der Aktie nach wie vor bei 103 €, also hier im eindeutig dreistelligen Bereich. Das ist die Meinung der Deutschen Bank. Wir holen uns noch eine weitere Meinung dazu, und zwar von Markus Horntrich, dem Chefredakteur des Anlegermagazins Der Aktionär. Schönen guten Nachmittag, Herr Horntrich. Ja, hallo, Frau Zenk. Dreistellige Kurse bei BMW, das würde Ihnen auch gefallen, oder? In der Tat, aber es ist auch so, dass BMW heute ganz gute Absatzzahlen für den Monat Juli vorgelegt hat. BMW hat 1,2 Millionen Autos fast verkauft, das ist ein Plus von 7% im Vergleich zum Vorjahr des Monats. Insofern ist es auch fundamental untermauert, das Plus, was wir heute bei der Aktie sehen. Wenn man sich die einzelnen Absatzregionen anschaut, in Asien haben wir einen Plus von 17%, in China allein, ich glaube 22% plus. Selbst Europa, was ja zuletzt immer ein bisschen geschwächelt hat, ist mit, ich glaube, knapp 3%, 2,8% im Plus. Die Rahmendaten stimmen insgesamt. Auch das Szenario Russland, das Europageschäft, ist ja bei BMW zuletzt auch schon vor dieser Eskalation, die wir in Russland sehen, nicht ganz so stark gelaufen. Das sieht man natürlich, dass BMW sich relativ gut auf die einzelnen Regionen aufteilt, was den Absatz betrifft. Man ist ja bestrebt, hier eine möglichst breite Diversifikation zu haben, um nicht zu stark, wie jetzt beispielsweise in China, von einem Einzelmarkt abhängig zu sein. Und das trägt auch Früchte. Charttechnisch ist die Aktie auch äußerst interessant. Wir haben die 85-Euro-Marke oder die Unterstützung bei 85 € erfolgreich getestet, sind jetzt wieder nach oben gelaufen. Und ich denke mal, auf dem aktuellen Niveau kann man eine Trading-Position auf alle Fälle mal eingehen mit einem Stopp etwas unterhalb der 85-Euro-Unterstützung. Ich denke mal, da hat man dann ganz gute Chancen, sollte der Markt wirklich drehen, wie es Sami Boyadans vorhin jetzt angedeutet hat. Die Möglichkeit besteht ja durchaus nach dieser heftigen Korrektur. Dann kann schon sein, dass man hier ein sehr gutes Einstiegsniveau hat. Und mit einer ersten Position bin ich der Meinung, glaube ich, kann man hier schon mal agieren. Nächste Woche ein Termin, den Anleger sich sicherlich auch groß anstreichen werden, vor allem die Anleger von E.ON, ist eben die Bilanzpräsentation von E.ON. Was erwarten Sie denn von den Zahlen? Ja, im Grunde glaube ich nicht, dass wir in irgendeiner Form Überraschungen sehen werden. E.ON wird weiterhin davon profitieren, dass man Brennelementesteuer zurückerstattet kriegt. Die Verschuldung wird sich reduzieren, glaube ich. Beim Umsatz hier wird es Richtung 28,1 Milliarden Euro gehen. Beim EBIT 630, 640 Millionen in diesem Bereich dürfte E.ON herauskommen. Das zumindest in diesem Bereich liegen momentan die Analystenschätzungen. Die Aktie ist für mich auch momentan sehr interessant, gerade wenn man sich das Chartbild anschaut. Auch hier hat mir eine Unterstützung mal in Angriff genommen bei 13 €. Die wurde bestätigt. Wir notieren jetzt aktuell etwas darüber. Und auch hier könnte es ganz gut sein, dass wir den nächsten Widerstand jetzt bei 14,50 € in Angriff nehmen. Und auf der Unterseite kann man sich eigentlich relativ gut bei 12,90 € beispielsweise absichern. Hat dann 20-30 Cent Risiko nach unten und nach oben 1 € Chance. Also hier kann man auch in diesem Fall eine Trading-Position eingehen. Ich selber habe die Aktie auch jetzt gekauft. Insofern kann man mal was probieren. Ja, probieren wir mal was Neues aus. Ganz herzlichen Dank, Herr Horntrich, für die Einschätzung und für die Tipps. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne. Kurzer Blick noch auf die Aktie der Lufthansa, liebe Zuschauer. Auch hier setzt man